Hallo ihr Lieben, ich berichte euch heute endlich mal was von meinem London-Aufenthalt. Und zwar, da war ich ja in der Vorweihnachtszeit, und zwar vom 14. bis 19. Dezember, und habe natürlich ein bisschen was auch eingekauft, allerdings nicht so viel, denn ich war ein bisschen schockiert darüber, wie teuer es tatsächlich war. Deshalb ist es ein bisschen kleiner ausgefallen, weil ich musste ja auch noch die Weihnachtsgeschenke kaufen, und daher, ja, hoffe ich, ihr habt trotzdem Spaß daran, meine kleine Ausbeute heute mal mit mir zusammen anzuschauen. So, dann fangen wir mal an mit den Sachen, die ich mitgebracht habe aus London. Und zwar mit dem Schmuck erstmal. Ich war natürlich bei Topshop und war total geflasht davon, denn es war wirklich so ein unglaublich riesiger Store. Ich glaube, ich war noch nie in so einem großen Store, Shop, was auch immer drinne. Und zwar war das in der Oxford Street in der Nähe vom Piccadilly Circus, und es war mit mehreren Stockwerken, es war wirklich riesengroß, und ich war total reizüberflutet und bin dann tatsächlich nur beim Schmuck und Accessoires geblieben, von dem her, was ich mir gekauft habe. Wie ihr seht und wisst, wenn ihr meinen Blog verfolgt, ich präferiere Silberschmuck. Daher bin ich mir auch treu geblieben und habe silbernen Schmuck gekauft, und zwar aus der Freedom Collection von Topshop. Das sieht so aus, und es sind Reifen hier diesmal. Eben sehr stylisch mit dieser geometrischen Form, alles sehr einheitlich, schlicht, und ich fahre jetzt auch zur Fashion Week in zwei Wochen, nee, in einer Woche sogar schon. Und ich denke mal, dass das ein oder andere Outfit auch mit diesen stylischen Armbändern hier aufgewertet wird. Die kosten 14 Pfund, ich weiß nicht mehr genau, wie man es umrechnet. Ach doch, steht sogar drauf, 18 Euro. Also ihr seht schon, daran ist es wirklich sehr teuer gewesen. Wir haben auch beim Umtauschen vom Geld allein schon was verloren. Ja, daher, wie gesagt, ist ein bisschen kleiner ausgefallen, und 18 Euro für so ein paar Armbänder ist ja auch schon eine ganze Menge. Es ging aber weiter mit Schmuck, und zwar habe ich dann auch aus dieser Freedom-Kollektion hier auch noch so eine Kette, beziehungsweise drei Ketten sind das, gefunden. Die sehen so aus, sind eben auch silber, und die hängen zusammen und sind so drei Ebenen eben, also hängt dann so dreilagig quasi. Finde ich sehr stylisch, es hat so ein bisschen was diesen Boho-Touch, ist aber trotzdem noch schlicht, also nichts überladen. Da habe ich die mitgenommen, die haben gekostet 10 Euro, also 8,50 Pfund. Ich finde, das geht sogar noch. Das ist ein ganz humaner Preis. Ja, fand ich eben auch sehr, sehr schick. Das war mehr so ein verrückter Kauf, und zwar habe ich daran gedacht, ich habe ja früher, wer mich länger verfolgt, weiß das vielleicht, ganz oft so Themenshootings und sowas gemacht, auch wo ich mich selbst geschminkt habe und dann eben fotografiert habe und so. Und ich dachte daran, mal sowas 20er-Jahre-mäßiges zu machen, einfach aus dem Grund, weil ich die Sendung Boardwalk Empire momentan mit meinem Freund gucke und da ganz begeistert bin. Und da habe ich hier diesen Kopfschmuck gefunden. Den fand ich eben ziemlich cool und kann ich mir gut vorstellen, so bei Fotos und wenn man eben themenmäßig auch geschminkt ist, stelle ich mir das ziemlich cool vor. Der hat 16 Euro gekostet, 12,50 Pfund. Und ja, kann ich mir ganz cool vorstellen. Vielleicht auch mit einer schwarzen Perücke dazu oder so. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt bei meinen langen blonden Haaren bleiben würde. Ja, ihr werdet davon hören oder sehen. Ich werde das demnächst mal angehen. So, weiter geht's noch bei Topshop mit den Accessoires. Ich habe euch ja schon gesagt, ich habe eben hauptsächlich Accessoires gekauft. Und zwar diese Mütze hier. Wer meinen Blog verfolgt und liest, der hat auch das Outfit dazu schon gesehen, das auch in London geschossen wurde. Und ja, das kam ziemlich gut an, wurde sogar von Lookbook geteilt und von Topshop bei Twitter geteilt. Also ich war total geflasht, deswegen blende ich euch das hier jetzt auch gerade nochmal ein, den Blogpost dazu, beziehungsweise die Fotos und das Foto bei Instagram, was eben, ja, ziemlich umherging, sage ich mal. Ja, die Mütze gefiel mir auf Anhieb ganz gut, weil ich eben einen grauen Mantel habe und einen grauen Pullover, den ich auch in London mit hatte, und deswegen dachte ich mir, irgendwie, ich friere ja immer so leicht und brauche mal irgendwas Cooles für den Kopf. Und ich habe voll viele Leute gesehen, die hatten so Mützen an, eben mit solchen Fellbommeln dran. Und daher dachte ich mir, ja, die Wörter, es gab da ganz, ganz viele in allen möglichen Farben und Variationen. Also wie gesagt, wirklich der Shop war so immens groß. Ich habe noch nie so eine Auswahl gesehen und ja, habe mich dann aber doch für die Mütze entschieden. Ja. Weiter geht's, und zwar mit ein paar Schuhe. Das sind diese hier, so sehen die aus. Das sind eben so schwarze, schlichte Sneaker. Und die haben so ein, ich weiß nicht, könnte man sogar als Schlangenmuster, glaube ich, bezeichnen. Sind eben auch von Topshop.
Und ich finde, die kann man eben sehr gut kombinieren. Ich bin ja, wie gesagt, eher so der schlichte Typ, was Kleidung angeht. Und ja, daher die Schuhe, dachte ich mir, die kann man zu allen möglichen Outfits tragen. Ich habe ja schon von Nike Air Max Tear so gräuliche Sneaker. Und ja, deswegen dachte ich mir, hier so Turnschuhe in Schwarz kann ich bestimmt auch gut in meinen Kleiderschrank einfließen lassen. Und sind vor allem natürlich auch bequem. Kann man gut drauf laufen. Nun sind wir durch mit Topshop und jetzt geht's weiter mit einem typisch englischen Shop und zwar New Look. Die kannte ich auch schon vorher, weil ich da online schon mal bestellt hatte. Die sind schon mal um einiges preiswerter auf jeden Fall. Also kann man sich besser leisten. Ich habe aber trotzdem nur eine Sache gekauft und zwar, so sieht die Tüte aus, falls jemanden interessiert, einen ganz schlichten grauen Rollkragenpullover, weil ich liebe Rollkragenpullover und zwar in allen Farben und Ausführungen. Habe schon einige schwarze und jetzt eben noch hier so ein grauer. Eben ganz schlicht, hat gekostet, ich habe natürlich die Preisschilder dran gelassen, ein Fuchs wie ich bin. Und zwar 11,99 €, also ich finde, das ist in Ordnung. Qualität scheint auch okay zu sein, ist ganz angenehmer Stoff. So sieht er aus und den kann ich sicherlich auch zu vielen Outfits kombinieren. Und dafür habe ich ihn mir geholt. Lässt sich im Frühling, im Herbst, im Winter gut tragen. Ja, und bei uns in Deutschland ja auch an Sommertagen. So, viel zu New Look. Jetzt kommt mein persönliches Highlight meines Shopping-Trips nach London. Und zwar habe ich da so einen riesigen Superdry-Shop entdeckt am Piccadilly Circus. Und hatte schon öfter bei Instagram und so die Sachen gesehen, fand die ganz cool. Und ich war irgendwie so in der Stimmung für gemütliche Sachen oder beziehungsweise auch mal was ein bisschen farbenfroheres, weil ich ja sonst immer nur schwarz, grau, braun Töne trage. Und irgendwie fand ich die Sachen ansprechend, habe mir so vorgestellt, dass man das ganz gemütlich zum Spazierengehen vielleicht anziehen kann oder einfach, wenn man mal so rumgammelt in der Stadt oder so, einfach mal was Bequemes. Und zwar hier einmal diesen Pullover in Rot. Der sieht so aus. Eben mit diesem Aufdruck Superdry, der hier leider schon so ein bisschen rissig irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich den jetzt ein bisschen länger in dieser Tüte gelassen habe, weil ich habe tatsächlich die Sachen noch nicht getragen, bis ich jetzt ins Video gedreht habe, damit ich mich eben selbst anspornen kann, das Video zu drehen. Ja, der ist innen sehr, sehr weich, also so gefüttert. Ich weiß nicht, sieht man das? Hier. Ganz kuschelig eben. Und der Winter dauert hier noch ein bisschen. Und der Preis ist natürlich hier jetzt ein bisschen teurer. Und zwar 44,99 £. Also 45 Pfund. Ich glaube, da können wir dann ungefähr so 10-15 € drauf rechnen. Also sind wir ungefähr bei, ja, 55 €, 60 € ungefähr wird der Pullover gekostet haben. Ja. Finde ich sehr cool. Und freue mich auch schon drauf, Outfits damit zu shooten. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. So, dann habe ich im selben Look oder im ähnlichen Look noch ein T-Shirt mitgenommen, was ich ganz stylisch fand. Das ist dieses hier. Ja, erinnert mich auch so ein bisschen an diese Coca-Cola-Shirts. Weiß nicht, ob mich das so angesprochen hat. Ja, ist eben dann was für den Sommer, für den Frühling und hat gekostet 23 Pfund. Ja, so 30-35 € werden das wohl dann sein. Auch nicht so das Billigste für ein T-Shirt, aber ich hoffe ja, dass die Qualität gut ist und dass der Preis sich auszahlt. Von dieser gehypten Firma aus Japan kommen die ja. Ja, ich finde, es sieht ganz cool aus angezogen. Kann ich mir auch zu einer Jeans ganz cool vorstellen. Einfach so ein lässiger Look. Vielleicht noch irgendwie eine Cap dazu oder so. Ja. Wie ich gerade sehe, sieht man sogar die Sachen, die ich auf mein Bett schmeiße hier im Hintergrund. Ein bisschen aufräumen. Ja, war es noch irgendwas? Ich sagte ja, der Haul ist ein bisschen kleiner ausgefallen. Ach ja, ich sehe hier gerade noch was, was ich nicht in der Aufnahme gefilmt habe, weil es total zerknittert ist, weil es die ganze Zeit in der Tasche war. Und zwar, es war so ein Mango-Sale-Outlet-Ding. Da habe ich noch so ein T-Shirt gefunden. Irgendwie war ich so sporty unterwegs. Ich weiß auch nicht. Das ist jetzt hier. Ich weiß nicht, ob man sieht, dass es total zerknittert ist. Ich hoffe nicht. Einfach New York City und es ist schwarz-weiß und ich liebe schwarz-weiß. Kann man cool kombinieren zu einer Lederjacke vielleicht. Also hier ist Lederjacke drüber, vielleicht noch irgendwie so eine Cap an oder was. Kann man natürlich auch zur Jeans tragen. Hat gekostet 9,99 €, also 10 $, also so 15 € oder so. Natürlich lässt man sich dann auch von den Preisen täuschen. Ne? Man rechnet ja nicht permanent um, sondern denkt sich auch so 9 $, ach, das sind ja irgendwie 9 €. Naja,
Und noch eine kleine Anekdote am Rande zu dem London-Aufenthalt. Der war nämlich an sich super, super cool. Ich war mit meiner Mutter da. Und das Ende war halt nicht so cool, denn wir wurden in unseren Flug nicht mehr reingelassen. Wir waren angeblich 2 Minuten zu spät am Check-in-Schalter und mussten uns dann einen neuen Flug buchen. Was, wie ihr euch denken könnt, ja nicht so billig war am Flughafen direkt. Es war übrigens Germanwings, Eurowings und dann konnten wir da 9 Stunden erstmal warten, den Flug bezahlen. Ich glaube, das waren 600 € oder so nochmal. Und dann ging es endlich ab nach Hause und wir waren irgendwie abends um 10 oder so zu Hause und hätten eigentlich schon um 15 Uhr zu Hause sein können. Also, ja, seid lieber immer überpünktlich am Flughafen, falls ihr dieses Video seht und auch mehr also die lockere Art habt wie ich. Naja, egal, wir sind ja zu Hause angekommen. Ich habe ganz gut was eingekauft, also meine Empfehlung, falls ihr auch in London seid, auf jeden Fall Topshop, also insgesamt shoppingstraßenmäßig würde ich Regent Street, Oxford Street und Piccadilly Circus mich umschauen. Da waren wir jetzt, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, von den Shops her fand ich eben Topshop, New Look, River Island, Supertry und auch eben die dortigen Mango und Zara Läden sehr, sehr cool, weil sie eben viel, viel größer sind als jetzt beispielsweise in Kassel. Aber das ist natürlich auch kein Vergleich. Wenn jetzt nach Berlin geht, dann sind die natürlich auch viel größer. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist eben mein kleiner Haul, aber es ist einer und ich habe die Sachen extra aufgehoben, wollte sie euch zeigen. Und ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Sachen findet, ob ihr schon mal in London wart und wie es euch gefallen hat. Vor allem, wo ihr so shoppen wart, das würde mich interessieren und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich weiß noch nicht genau, was es wird, aber ich schätze mal, ich fange schon mal mit meiner Shopping-Reihe an. Und meiner Shopping-Reihe? Meiner Blogger-Reihe fange ich schon mal an. Und ich hatte bei Snapchat gefragt, so heiße ich übrigens bei Snapchat, ob euch interessiert, wie ich meine Bilder bearbeite für den Blog. Weil ich ja schon seit etwa 10 Jahren mit Photoshop und so arbeite, auch selbst als Fotografin tätig bin und ich blende euch mal so 1, 2 Outfit-Bilder ein, wie ich eben den Look hinbekomme, wie ich das bearbeite, ob ich da mal was zu machen soll. Und das hat mich eben inspiriert zu einem kleinen Projekt und ja, sowas kommt dann auch demnächst, wo ich mich ja jetzt dank meines Freundes, der ist so bei YouTube, der hat mir beigebracht zu schneiden und daher kann da jetzt mal mehr gehen, weil sonst muss ich ihn immer dafür beanspruchen und das ist nervig, ja. Alles klar, dann bleibt dran, abonniert mich gerne, hinterlasst Kommentare und Daumen hoch. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!